66,2% der Stimmberechtigten haben Nein gesagt zu der trügerischen Selbstbestimmungsinitiative. Die SVP ist isoliert in ihrer Wählerschaft mit dem radikalen Anliegen. Das stellt auch Weichen für die Zukunft und Weichen für eine künftig konstruktive Politik. Bis Anfang Juli dieses Jahres haben wir gar nicht gewusst, ob wir überhaupt eine Kampagne machen können, eine sichtbare Kampagne. Dann haben wir Vollgas gegeben, nochmal. Und dank der Unterstützung von zahlreichen Spender und Spenderinnen, von Mitgliedern, von unseren Mitgliederorganisationen, haben wir dann können eine professionelle Kampagne finanzieren. Ganz herzlichen Dank auch an all die Menschen, die uns Zeit und Fachwissen geschenkt haben für das. Für mich war der lustigste Moment, als ich gehört habe, dass Thomas Matter kurz nach den ersten Hochrechnungen gesagt hat, die SVP hätte keine Chance gehabt, weil die Gegnerschaft hätte ein unlimitiertes Budget gehabt und hätte eine märchenhafte Kampagne gemacht im Sinne von falschen Inhalten. Wir wissen, dass unsere Kampagnenmöglichkeiten überhaupt nicht unlimitiert waren. Wir wissen, dass die SVP über ein massiv grösseres Budget verfügt hat. Und es ist natürlich auch lustig zu hören, dass unsere Inhalte märchenhaft waren. Weil was wir gemacht haben, ist über die Monate einfach den ganzen Berg von Falschbehauptungen Schicht für Schicht abgebaut und eben Faktencheck gemacht, wieder leid. Die Medien haben dort auch ganz eine wichtige Rolle gespielt, um wirklich zu zeigen, dass die Hauptaussagen von der SVP, die Hauptargumentation, schlicht und einfach nicht stimmt. Der absolute Tiefpunkt dieser Abstimmungskampagne war für mich schon die Debatte im Parlament, und zwar die hetzerischen Aussagen von Roger Köppel. Er hat seine Kollegen und Kolleginnen im Parlament, die nicht zu der SVP gehören, als Undemokraten bezeichnet, als machtbesoffene Elite, als korrupte Politiker. Er hat das Bundesgericht aufs Übelste beschimpft. Sie haben einen Staatsstreich gegen das Volk unternommen. Das waren neue Töne in der parlamentarischen Debatte. Es passt nicht zu der parlamentarischen Diskussionskultur, was wir dort gehört haben. Die SVP war argumentativ sehr gefordert mit dieser Initiative. Einerseits hat es keinen Problemdruck gegeben. Also es hat keine Unzufriedenheit gegeben mit der Umsetzung von Volksinitiativen, und die Leute haben auch nicht das Gefühl gehabt, wir hätten kein direkt demokratisches Recht mehr. Und andererseits war der Initiativtext juristisch ein rechtes Durcheinander, ist hinten und vorne nicht aufgegangen. Sie haben sich dann entschieden, dass sie alles abbrechen auf «Wir müssen die direkte Demokratie retten». Wir haben gesehen, sie sind mit dem nicht durchgekommen. Es ist natürlich auch absurd, etwas zu retten, das gut funktioniert. Und sie haben es versucht, mit der fetteste Lüge in dem ganzen Abstimmungskampf. Sie haben gesagt, 2012 habe es einen Staatsstreich durch das Bundesgericht gegeben. Das war überhaupt nicht der Fall gewesen. Wir haben das auch zeigen im Faktencheck. Die Arena hat das aufgegriffen, das war sehr wertvoll gewesen. Und so haben offenbar die Leute schlussendlich gemerkt und haben sie können überzeugen, dass die ganze Argumentation von der SVP auf Falschaussagen baut. Die Diskussion rund um die Selbstbestimmungsinitiative hat auch gezeigt, dass Menschenrechte nicht ein Linksthema sind. Das ist zum Teil in Online-Kommentaren, was mich immer wieder erstaunt, so betitelt worden. Es haben sich alle Parteien, die Wirtschaftsverbände, die gesamte Gegnerschaft in der Argumentation auch ganz stark auf Menschenrechte berufen. Ein intakter Grundrechtsschutz muss selbstverständlich sein in einer Demokratie. Für mich ist das Highlight in dem Abstimmungskampf, dass es möglich war, über die üblichen politischen Gräben hinweg an einem Strick zu ziehen. Parteien, die Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, die zivilgesellschaftlichen Organisationen, alle haben wir uns koordiniert. Wir hatten eigenständige Kampagnen mit separaten Botschaften, aber mit einem ganz starken gemeinsamen Ziel, nämlich die Initiativen abzuschmettern. Das könnte auch ein Rezept sein für künftige Herausforderungen.